Flux FM in digitaler Gesellschaft. Heute müssen wir über das große Thema E-Privacy nochmal sprechen, das kein ganz neues Thema ist für die Flux FM-Hörerschaft, denn im Frühjahr des Jahres 2017 haben wir schon mal über eben jenen Themenkomplex gesprochen, der jetzt wieder aktuell wird, denn es soll eine neue Richtlinie quasi in Gesetze gegossen werden, in Gesetzesformeln gegossen werden. 2002 wurde die E-Privacy-Richtlinie ins Leben gerufen. Da ging es eben um die Privatsphäre im Netz. Allerdings vor dem Hintergrund, dass damals noch viel telefoniert wurde und per SMS kommuniziert. Heutzutage hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Man macht mehr mit Voice-over-IP-Diensten, schreibt sich auch mal auf WhatsApp eine Nachricht und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn man jetzt mitgehört hat, dass es Sinn machen muss oder Sinn machen würde, diese E-Privacy-Richtlinie nochmal zu reformieren. Und genau das passiert gerade, genau das ist auf EU-Ebene in Arbeit. Wie das bisher gelaufen ist, ob es gut ist für die Verbraucher und Verbraucherinnen oder nicht, was bisher geplant wurde für die Reform dieser Richtlinie, das weiß eben Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Tachchen nochmal. Hi. Habe ich das Problem gleich mal als erste Frage ungefähr richtig zusammengefasst? Ungefähr hast du das richtig zusammengefasst, ja. Aber wir gehen ja mal ins Detail. Ja, genau. Zum Gesprächseinstieg muss das ungefähr reichen. Ja. Lass uns doch nochmal ein bisschen genauer aufdröseln, was genau reformiert werden soll, Alexander. Also du hast es schon angesprochen, diese E-Privacy-Richtlinie aus dem Jahr 2002 wurde nochmal kurz in kleinen Teilen 2009 nochmal ein bisschen angepasst, aber eben diese ganzen, ja sag mal neueren Technologien, die eben jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren explosionsartig Verbreitungen gefunden haben, eben sowas wie WhatsApp, Skype und so weiter und so fort, wird eben durch diese E-Privacy-Richtlinie nicht abgedeckt. Das bedeutet, wir haben halt zum Beispiel ein anderes Datenschutzniveau bei einer SMS als bei einer WhatsApp-Nachricht und das kann ja irgendwie nicht sein, weil Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen halt eben solche Messenger mittlerweile genauso, wie sie früher SMS genutzt haben und wollen natürlich dabei jetzt auch nicht irgendwie überwacht werden oder ähnliches und deswegen braucht es jetzt eben diese Reform. Ja. Jetzt hat die EU-Kommission im Januar 2017, im Januar diesen Jahres, ihren Vorschlag präsentiert. Er war auch schon ganz okay. Wir hatten ja schon drüber geredet, meinst du ja schon. Und wie das dann eben auf EU-Ebene ist, dann beschäftigt sich eben der Rat und das EU-Parlament damit. Also der Rat, die Mitgliedstaaten der EU, das EU-Parlament, die Volksvertreter, die wir da reingewählt haben und diskutieren dann diesen Kommissionsvorschlag und ändern den dann entsprechend ab an den Stellen, wo sie denken, dass nachgebessert werden muss. Und auch die Wirtschaftslobbyisten dieser Republik haben sich, oder auch Europas haben sich durchaus nochmal in die Diskussion mit eingeklinkt. Genau, die rennen dann überall in der Gegend rum und labern dann eben Abgeordnete und gehen zu Regierungsvertretern und sagen, also der Untergang des Abendlandes droht, wir werden alle sterben, wenn wir keine Werbung mehr machen können, dann müssen wir alles zumachen, das Internet ist tot und so weiter und so fort. Ja. Also da wird immer so Privatsphäre als der große Hemmschuh dargestellt, der das Internet kaputt macht. Große Verlage melden sich da auch gerne mal zum Beispiel. Alle möglichen, die irgendwie mit Werbung Geld verdienen könnten, also gerade so das Modell Abo bei Zeitungen ist da eben immer wieder so eine Sache, wo dann eben da gefürchtet wird, dass wenn man die Daten nicht weiter sammeln kann, dass man dann keine Abos mehr verkaufen kann und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Teilbereiche, wo das problematisch werden kann. Wir haben jetzt uns ein bisschen konzentriert in der Anmoderation auch auf so Messenger-Dienste zum Beispiel. Es geht aber auch direkt ins Online, tägliche Online-Verhalten hinein. Man merkt ja seit einigen Jahren, muss man egal auf welcher Website erstmal die Cookies-Nachricht wegklicken, damit man überhaupt da rein darf und sich die Informationen holen darf. Das ist ja zum Beispiel auch ein Feld, das quasi neu bestellt werden muss, hätte ich beinahe gesagt, aber über das diskutiert werden muss zumindest. Ja, absolut. Also da konkret ist unsere Forderung, dass Browser, also sowas wie Firefox, Safari oder wie auch immer, eben künftig automatisiert so ausgeliefert werden, also wenn ich mir die runterlade, dass hier eben alle Datenschutzeinstellungen by default, also von vornherein so eingestellt sind, dass möglichst keine Daten von mir weitergegeben werden, die eben nicht für das Benutzen des Dienstes notwendig sind. Das bedeutet, dieses ganze Cookie-Sammeln und über Seiten hinweg verfolgen, also ich gebe bei Google irgendwas ein, gehe danach auf irgendeine Seite, lese mir dann ein Kochrezept durch, gehe mir danach Schuhe kaufen und so weiter und so fort und kommuniziere noch mit meiner Freundin oder sonst irgendwas, dass das alles nicht eben übergreifend verfolgt werden kann. Das wollen wir eben erreichen, dass das gleich im Browser sozusagen implementiert ist und dann eben dafür gesorgt wird, dass eben hier eben eine Do-Not-Track, also verfolgt mich nicht im Netz,
Privacy by Default von vornherein eben entsprechend eingestellt ist und man sich dann nicht, wenn man so einen Browser runtergeladen hat, wie das bisher eben der Fall ist, da irgendwie durch irgendwelche Einstellungsmenüs durchklicken muss, um dann irgendwo das an der richtigen Stelle zu hoffen, dass man das richtige Häkchen gesetzt hat und dass auch dieses eine Häkchen dann hoffentlich ausreicht. Das wollen wir eben nicht, dass es hier eben verbraucherfreundlicher wird, dass man hier eben einfach von vornherein weiß, okay, das kriege ich hier ein datenschutzfreundliches Produkt, kann das benutzen, muss mir keine Sorgen mehr machen. Und wenn ich denn möchte, dass ich personalisierte Werbung am laufenden Meter bekomme, dann gehe ich eben in die Einstellung und sage, ich möchte getrackt werden und nicht so, wie es bisher ist. Ja, im Moment ist es ja so, das kennt man ja wirklich auch vom eigenen Internetgebrauch, dass du da 3-4 Mal draufklickst auf dieses, ja, akzeptiere ich die Cookies oder nicht so, ne? Und irgendwann ist es dir auch fast schon egal. Also irgendwann hört man auf, über diese Problematik, über dieses Problemfeld nachzudenken. Und das ist, glaube ich, was eigentlich geändert werden muss. Denn man gibt... ohne es zu wissen oder auch, weil man ignorant wird, irgendwann sagt, dann nimmt diese scheiß Daten, ich habe ein Interview vorzubereiten, ich brauche die Infos von der Website. Weißt du, ich meine? Ja, es muss ja dann manchmal auch schnell gehen und also das ist dann schon eine verzweifelnde Situation manchmal, bis man sich da überall durchgeklickt und durchgelesen hat und also gerade auch bei diesen Cookies gibt es dann manchmal, muss man 7-mal klicken, bis man dann endlich da in dem Menü angekommen ist, dass man sagt, ich möchte wirklich nicht überwacht werden und also das ist natürlich ein Skandal und so kann es einfach nicht weitergehen. Hier braucht es eben dieses Privacy by Default von vornherein da Datenschutzeinstellung. Wenn ich gerne irgendwie meine Daten an Unternehmen weitergeben möchte, dann muss ich dem eben das aktiv sagen und nicht eben aktiv widersprechen. Und das ist halt eben die Krux bei dieser Regelung. Hier gibt es natürlich, wie überall bei allen, worüber wir jetzt reden werden, eben natürlich Wirtschaftsvertreter, die dann sagen, wie gesagt, der Untergang des Abendlandes, Internet wird kaputt gehen, wir werden keinen Gewinn mehr machen und so weiter und so fort. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass da für solche Argumentationen sind vor allen Dingen auch die Konservativen anfällig sozusagen, also die unterstützen das. Hier hat auch Axel Voss, der deutsche EU-Abgeordnete im Parlament, eben auch schon die Datenschützer mit dem iranischen Wächterrat verglichen, der hier eben gemeint hat, ja, also das wäre völlig rückwärtsgewandt, sich für Datenschutz einzusetzen. Die E-Privacy-Reform soll doch mehr Datenfluss ermöglichen und soll eben für die Wirtschaft eben ein Motor sein. Und hier sieht man eben, wo eigentlich die Grabenkämpfe sind und mit was für Argumenten mittlerweile da eben auch schon hantiert wird. Das ist echt ein krasses Argument, ja. Das ist schon sehr, sehr erschütternd. Aber da ist ja der Subtext deiner Erzählung auch eigentlich, dass die Wirtschaftslobbyisten ganz gute Arbeit geleistet haben. Jetzt im Vorfeld, wo es eben darum geht, diese neue Richtlinie oder die Richtlinie, die existiert, zu reformieren. Auch ihr habt sicherlich versucht, da einige eurer Ideen mit einzubringen in die Diskussion. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, sieht es gerade momentan noch so aus, als seien die Wirtschaftslobbyisten erfolgreicher gewesen. Ja und nein. Also es ist so, dass schon einige mitberatende Ausschüsse im EU-Parlament abgestimmt haben. Hier gibt es eben ganz unterschiedliche Positionen von bis mehr Datenschutz bis hin eben zu, wir wollen alles auflösen, aufdröseln und eben freie Fahrt für die Wirtschaft. Und jetzt ist eben die entscheidende Abstimmung im Innenausschuss, im LIBE-Ausschuss des EU-Parlaments nächste Woche Mittwoch. Und danach geht es im Plenum. Normalerweise wird eben vor allen Dingen eben dem federführenden Ausschuss hauptsächlich gefolgt in den Abstimmungen. Also das, was jetzt hier im federführenden Ausschuss abgestimmt wird, ist sehr, sehr wichtig für die Abstimmung im Plenum. Es wird dann deutlich schwerer, im Plenum sozusagen 800 Abgeordnete davon zu überzeugen, dass ihre Experten im federführenden Ausschuss falsch abgestimmt haben und sie deswegen gegen ihre eigenen Parteikollegen stimmen müssen. Ja. Das wird dann immer ein bisschen schwieriger, sozusagen die Leute davon zu überzeugen. Verloren ist noch nichts. Gerade im Innenausschuss gibt es auch eigentlich ganz gute Vorschläge, die da präsentiert wurden. Es geht ja um Verschlüsselung, eben genau eben dieses Privacy by Default, was wir gerade eben angesprochen haben. Weniger Tracking eben zum Beispiel so mit Geodaten, also so Wi-Fi-Tracking. Ja. Wir werden das bestimmt gleich noch ein bisschen detaillierter besprechen. Also da gibt es schon gute Vorschläge. Worum es jetzt geht, ist eben die Mehrheit auch tatsächlich dahin zu organisieren und zu hoffen, dass hier eben sich dann nicht die wirtschaftsliberalen Kräfte durchsetzen, sondern eben eher die Datenschützer, die sagen, hier ist das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung höher zu werten als eben die Gewinne von Unternehmen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Google danach am Hungertuch nagt. Daten sind sowas wie eine harte Währung geworden mittlerweile. Was das für Folgen hat und warum das eben auch in diese Diskussion mit einspielt, das klären wir gleich, würde ich sagen, und reden noch ein bisschen weiter, auch dann eben über Geodaten zum Beispiel oder aber auch um das Thema Vorratsspeicherung, das ja hier auch wieder mit bespielt wird. Jetzt könnte man aber auch nochmal drüber sprechen, wie das Thema Vorratsdatenspeicherung da jetzt wieder da reinkommt. Wieso hat auch das mit der E-Privacy zu tun? Also auf den ersten Blick ist natürlich logisch, aber wie ist das jetzt aktuell bewertet worden von den Leuten in der EU?
Also es ist ja so, wir haben das Thema Vorratsdatenspeicherung ja schon oft angesprochen. Es gibt ja diese EuGH-Urteile, die eben klar sagen, eine Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten widerspricht gegen europäische Grundrechte. Also Vorratsdatenspeicherung ist, ich speichere zum Beispiel für 6 Monate, wer mit wem wie lange telefoniert und werte das dann aus, um rauszufinden, wer möglicherweise Terrorist ist. Hier gab es vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil, was gesagt hat, das widerspricht gegen die Grundrechte. Auf EU-Ebene eben der Europäische Gerichtshof, der gesagt hat, es widerspricht gegen die europäischen Grundrechte. Nun wäre es natürlich sehr sinnvoll, wenn man in diese Richtlinie reinschreiben würde, dass der EuGH ja gesagt hat, dass eben so eine Vorratsdatenspeicherung gegen europäische Grundrechte verstößt, damit dann die Mitgliedstaaten nicht auf die Idee kommen, wie zum Beispiel in Deutschland geschehen, eine nationale Lösung zu finden, die dann sich irgendwie drumherum schlängelt um diese EU-Vorgaben und wo dann immer wieder behauptet wird, man hätte jetzt eine rechtssichere Lösung gefunden. Das ist natürlich Quatsch. Der Weg ist ja jetzt im Grunde erstmal durch Europa verbaut, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Wie gesagt, jetzt fangen die Mitgliedstaaten an, in so einzelne nationalstaatliche Lösungen zu finden und wir wollen natürlich, dass das halt nicht stattfindet. Weil es eben gegen Grundrechte verstößt und deswegen wollen wir natürlich, dass das entsprechend auch in dieser Verordnung jetzt künftig mit drinne steht, weil es ist natürlich ein optimaler Punkt, wenn man jetzt eben eine Richtlinie über Privatsphäre bei elektronischer Kommunikation macht, liegt das ja nur nahe, dass man dann eben auch nochmal an das EuGH-Urteil erinnert und sagt, so Vorratsdatenspeicherungen sind auch keine gute Ideen. Ja, das ist ja sehr abstrakt, habt ihr das zusammengedacht? Ja, das haben wir uns zusammengereimt, ja, in unserem dunklen Stübchen. Die Geodaten hat mir vorhin auch noch mal ganz kurz erwähnt, vielleicht kann man da noch einen Satz zu sagen. Im Prinzip ging es früher über GPS, über das Global Positioning System quasi, ging das klar, dass man sagen konnte, ich bin jetzt hier und da. Darüber wurde in der ersten E-Privacy-Richtlinie, glaube ich, schon nachgedacht. Jetzt ist das aber vor allen Dingen auch durch die Funktelefonmasten nachzuvollziehen, wo man ist, oder? Und vor allen Dingen WLAN-Verbindungen. Genau. Also es ist ja oft so, dass Leute in ihrem Handy, wenn sie sich mit dem WLAN-Netz verbinden und dann aus der Reichweite hinauslaufen von diesem WLAN-Netz, vergessen dann die Verbindung wieder zu deaktivieren. Ja. Also zu sagen, Handy, hör auf, nach WLAN-Netzen zu suchen. Ja. Und nämlich genau das passiert dann, wenn ich mein Handy anlasse mit einer suchenden WLAN-Verbindung, dass das die ganze Zeit überall hinpingt und sucht, wo ist ein WLAN, wo ist ein WLAN. Und wenn ich jetzt an einem Geschäft vorbeilaufe, die da ihren Router stehen haben, die können dann halt sozusagen, ohne dass ich mich mit diesem WLAN verbinde, wissen, dass ich das die ganze Zeit angepingt habe, weil ja mein Handy sucht nach einer Verbindung, damit sie mir anzeigen können, was sind die WLANs in der Nähe, mit denen ich mich tendenziell verbinden könnte. Es ist ja in der Tat sogar auch so, wenn man auf dem iPhone Google Maps anschmeißt, ja, sagt es nach einer Weile, wenn es WLAN aus ist, sagt, schalt mal den WLAN an, dann ist die Ortung funktioniert dann besser. Genau, genau. So, da kann man nämlich sehr, sehr genau eben feststellen, wo sich Leute eben dann tatsächlich befinden und das nutzen natürlich dann eben zum Beispiel der Einzelhandel, die dann eben rausfinden wollen, wo befinden sich Leute in meinem Geschäft? Ja. Stehen Leute vor meinem Geschäft? Laufen Leute an meinem Geschäft vorbei? Ja, sind die bei der Süßigkeitenabteilung länger oder bei den Klamotten? Genau, was interessiert die an Produkten? Wie oft kommen die so vorbei? Wie lange stehen die irgendwo rum? Und wann kommen die so vorbei? Also sind die jetzt eher arbeitslos oder nicht? Ja, ja. Und wenn der immer vor den Süßigkeiten steht, vielleicht nimmt er auch Drogen und so. Also ich meine, nee, es ist wirklich krass, wenn man, das ist ja wieder wie bei den Fluggastmetadaten oder auch bei den Gesprächsmetadaten. Du kannst so viel reininterpretieren und unter Umständen aber auch rauslesen an wahrhaftiger Information. Ja. Das ist gruselig. Also man wird wahrscheinlich auch eben feststellen können, ob jemand zum Beispiel immer mit seiner Freundin da lang geht oder nicht. Ja. Also ne, wenn die dann auch ihr WLAN die ganze Zeit suchen lässt. Also hier lassen sich eben sehr, sehr viele Informationen, obwohl man dem überhaupt nie zugestimmt hat und wo man das überhaupt nie wollte, eben von Leuten, die eben so ein WLAN anbieten, tendenziell sammeln. Und jetzt wollen wir natürlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Kaufhaus reingehe und die sowas machen, dass das nicht stattfinden kann, ohne dass ich dem vorher explizit zugestimmt habe. Also dass ich vorher gesagt habe, ja, ich möchte das. Ja. Und jetzt versucht man natürlich, seitens des Handels mit so Lösungen um die Ecke zu kommen, wie wir das von der Videoüberwachung kennen. Wir kleben einfach Südkreuz, irgendwo, wir kleben einfach irgendwo so ein kleines Schild hin, neben wo hier steht drinne, wir werden videoüberwacht, weil damit keiner klaut. Steht dann auch noch drinne, ja, übrigens sammeln wir noch Ihre WLAN-Verbindungsdaten, damit keiner klaut, oder damit wir wissen, wo was sie klauen würden, wo wenn sie kein klauen. Geld mehr haben. Genau, genau. Ja, ja. Wo genau sie klauen. Ja. Und das steht dann also sozusagen einfach auf so einem Schild, hier ihre WLAN, also wir sammeln Geodaten und das ist natürlich keine explizite, informierte Entscheidung, die da eben dann von den Besuchern dieses Einkaufsmarktes getroffen werden kann. Und deswegen wollen wir eben, dass sowas nicht stattfinden kann, dass man hier einfach so mit so einem Schild hinkleben und sagen, wir sammeln jetzt mal die Geodaten, dann rausfindet, wie oft ich in irgendeinem Geschäft rumlaufe. Ja. Ja.
obwohl ich einfach nur meine WLAN-Verbindung zufällig noch angelassen habe. Das ist nicht das, was man ausgemacht hat, als man die WLAN-Verbindung eingeschaltet hat. Genau, und das ist auch nicht so richtig das, was man ausgemacht hat, als man in den Laden reingegangen ist. So. Und wenn das jetzt Szenario, das ist flächendeckend, dann kann ich nichts mehr essen, wenn ich nicht meine WLAN-Daten zur Verfügung stelle oder wie. Also das kann eben auch alles nicht die Lösung sein. Deswegen wollen wir hier eben auch eine robuste Lösung haben, die eben sagt, sowas ist zu unterbinden, es sei denn, ich gehe halt laut rufend da hinein und sage, ich möchte gerne überwacht werden. Ich glaube auch nicht, dass der Einzelhandel ohne diese Maßnahmen quasi dem Tode geweiht ist. Auch hier geht das Abendland eben nicht unter, nur weil nicht jeder Kunde im Laden komplett überwacht werden kann oder der komplett eingeschätzt werden kann, was der wohl als nächstes kauft. Ja. Das ist nicht notwendig. Also ich glaube auch, dass der Absatz von Bananen sich dadurch nicht ändern wird. Jetzt sagt man, war wieder ganz schön deprimierend mit der digitalen Gesellschaft. Ich dachte, unsere Gesellschaft ist freiheitlicher aufgestellt und hat durchaus auch mehr Bock auf Grundrechte und Bürgerrechte im Internet. Noch gibt es Hoffnung. Und das ist natürlich dann die abschließende Frage. Wie soll man sich da jetzt noch einbringen? Kann man unter Umständen auch wieder mal ein Tool von eurer Website benutzen, um quasi im Abgeordnetenhaus der EU Alarm zu machen, dass die Telefone dann nonstop klingeln? So ist es. Genau so ist es. Und zwar so ein Zufall, dass du das ansprichst. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar haben wir einen Blogpost veröffentlicht, wo wir das nochmal kurz zusammengefasst haben, worum es geht. Morgen wird dann auch eben entsprechend das Video nochmal mit dazu in dem Blogpost erscheinen, wer sich nochmal in Ruhe damit auseinandersetzen will, wo die Probleme liegen. Und dann haben wir von unseren Freunden aus Frankreich, La Quadrature du Net heißt der Verein dort, die haben ein Anruftool zur Verfügung gestellt, wo man dann eben kostenlos bei den Abgeordneten in Belgien oder Straßburg eben anrufen kann, in Brüssel oder Straßburg, um dort eben nochmal zu sagen, wir wollen uns für Datenschutz einsetzen und hier eben die Abgeordneten auffordern kann, sich für Datenschutz in der E-Privacy-Richtlinie einzusetzen. Die Abstimmung ist, wie gesagt, nächsten Mittwoch am 11. Und wenn man vorher einfach mal die Abgeordneten anruft, man kann entweder sich einen Deutschen suchen oder auch einfach irgendeinen anderen, dann sollte man aber möglichst die Sprache beherrschen, weil das immer ein bisschen besser kommt, wenn man sich in der Landessprache mit den Leuten unterhält. Ja, aber dann über solche politischen Zusammenhänge. Also auf Englisch will ich es noch hinkriegen, aber auf Französisch ein Problem, privacier, de EU, de la nette. Genau, da wird es dann ein bisschen kompliziert, deswegen also möglichst in der Sprache, die man auch beherrscht, anrufen, mit dem Abgeordneten versuchen, ins Gespräch zu kommen und eben hier darauf hinweisen, dass sich die Leute für mehr Datenschutz in Europa einsetzen sollen, für die Verbraucherinnen und Verbraucherinteressen und nicht nur für die Wirtschaftsinteressen. Ja, und das ist in der Tat eine Verantwortung, die wir weitergeben müssen an die Hörer und Hörerinnen von Flux FM, und die können das ja dann auch weitergeben im Freundes- und Bekanntenkreis, denn die Lobbyisten aus der Wirtschaft sind zahlreicher unterwegs als die Lobbyisten aus dem Bereich der Bürgerrechte. Und insofern müssen wir da alle ein bisschen mitarbeiten und die Bürgerrechtslobby quasi selbst mit Personal aufstocken. Ja. Und also das bringt auch tatsächlich was, beim Abgeordneten anzurufen. Man hat das ja in vergangenen Protesten eben schon gemerkt, dass eben auch so E-Mail-Kampagnen, Anrufkampagnen durchaus etwas bewirken. Die Wirtschaftslobbyisten machen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel anderes, außer da mal vorbeizulaufen oder eben anzurufen und ihre Argumente vorzustellen. Und es ist eben oft so, steht der Tropfen hüllt den Stein, und je mehr Leute eben da anrufen und sagen, Datenschutz ist uns wichtig, dann merkt auch eben so ein Abgeordneter, dass das vielleicht tatsächlich für ihn auch ein wichtiges Thema sein kann. Schönen guten Tag, mein Name ist und Datenschutz ist mir wichtig. Vielen Dank, Alexander Sander. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss.